Hallo Hundefreunde, willkommen zum nächsten Video. Willkommen Dominik erstmal, wie unhöflich. Kann, hallo Dominik, wir machen das Video heute zu zweit. Thema heute ist das Kommando aus und zwar speziell, wie man das zwanglos hinbekommt. Motivation für dieses Video waren Kommentare auf anderen Videos oder auch eine Frage, die uns per E-Mail erreicht hat. Schilderung war so, ob es normal ist, dass auf dem Hundeplatz beim Lernen des Auskommandos der Hund an der Leine hier so am Halsband nach oben gezogen wird. Und das wollen wir natürlich so nicht stehen lassen. Das ist eine Methode aus alten Zeiten, würde ich mal sagen. Hier Gott sei Dank nie im Einsatz gewesen und wir zeigen euch, wie man es zwanglos machen kann und vor allem auch mit Spaß für den Hund. Und konfliktfrei. Und konfliktfrei. Du siehst ja auch viel im Schutzdienst beim Aus, wenn der Hundeführer zum Hund hintritt, der Hund ist schon total am Meideverhalten. Und ich denke, wenn man das so aufbaut wie wir, du wirst ja Methoden vorstellen, ich werde auch noch verschiedene Methoden vorstellen, kriegt man das konfliktfrei hin. Erstmal Trainingsmittel, die wir haben. Dominik, was hast du dabei? Ich habe zwei Bälle dabei. Ich werde das Ganze mit meinen Welpen demonstrieren. Einmal Ball ohne Schnur, einmal Ball mit Schnur. Haben wir im anderen Video schon erklärt. Mit den Bällen können wir vielleicht nochmal oben rein verlinken. Und was hast du mitgebracht? Wir haben ein kleines Beißkissen mit dabei. Das zeige ich auch mal, wie man es einsetzen kann. Ist halt auch immer abhängig vom Hund. Also wir zeigen verschiedene Methoden. Und entscheidend, welche Methode man nimmt, ist immer der Hund. Der wählt aus, was ist für mich am besten. Das ist immer ganz wichtig zu wissen. Hund anschauen, beim einen funktioniert es mit dem Kissen, beim anderen mit Ball, beim anderen vielleicht ganz anders. Deswegen zeigen wir jetzt mal drei Varianten. Es gibt natürlich viel mehr. Und dann könnt ihr selber mal ausprobieren mit eurem Hund, was für euch das Beste ist. Hintergrund für die ganzen drei Sachen, die wir jetzt haben, ist auch das Gedankliche. Ein Welpe kommt auf die Welt und eigentlich der kann alles. Der kann sitzen, der kann Platz legen, der kann bellen und der kann natürlich auch auslassen. Er lässt einfach was los. Und das wäre jetzt Variante 1, dass man genau die Situation ausnutzt. Man gibt dem Hund irgendwas ins Maul, egal ob es Ball, Beißkissen, was auch immer ist. Wenn es das Socken ist, ist auch gut. Und dann wartet man einfach. Irgendwann wird er diesen Gegenstand loslassen. Und in dem Moment gebe ich das Kommando drauf. Das wäre jetzt das Allereinfachste. Ohne großen Stress kann ich daheim im Wohnzimmer machen. Allerdings sehr zeitintensiv. Allerdings, ja. Wie wird es schneller gehen? Zum Beispiel, meine Methode ist, ich schmeiße den Ball und der Hund fängt den Ball. Und wenn er den Ball rumträgt, dann mache ich mir das Ganze zunutze, indem ich sage, aus, klick, klick. Der Hund weiß natürlich erstmal nicht, okay, was heißt aus, aber er kennt den Klicker. Und der Klicker wird er alles, was er im Mund hat, ausspucken und zu mir kommen und sein Futter holen. Und so überliste ich den Hund über die klassische Konditionierung, dass der Hund irgendwann erwartet, wenn ich aussage, dass danach der Klick kommt und er wird den Ball herspucken und zu mir kommen und sein Futter holen. Okay. Das mache ich mir zunutze. Hat aber eine Voraussetzung, die Methode, er muss verstanden haben, klicken, fressen. Genau, richtig. Und dann geht es auch. Okay. Du hast auch noch eine Methode? Ja, dritte Methode ist, ich mache ein Zerspielchen hier, gehe dann schon ein bisschen in den Bereich Schutzdienst, wenn man es so nennen will, stell irgendwann ein und bewege mich einfach nicht mehr. Der Hund wird irgendwann ziehen und ich bewege mich einfach nicht, schaue irgendwo anders hin und hoffe drauf, dass dem Hund mal richtig langweilig wird. Und irgendwann wird er auch loslassen und in dem Moment geht das Spiel wieder weiter. Ich bestätige ihn gleich mit den Kissen und spiele mit ihm hier weiter. Dann stelle ich wieder ein, warte, alles ist langweilig, alles entspannt und das Ganze in Ruhe. Also es ist kein Helfer am Platz, ich spiele mit meinem eigenen Hund einfach ein Zerspielchen und versucht da das Auskommando einzubauen. Eine weitere Methode, die wir noch vergessen haben, ist mir gerade noch eingefallen, haben wir ja vorhin schon besprochen, ganz klassisch Tauschspiele. Das Tauschgeschäft. Wir tauschen Ball gegen Futter oder wir tauschen einen Ball gegen den anderen Ball und in dem Moment, wo er das erste Objekt loslässt, Kommando aus und dann kommt das zweite Objekt. Oder der Hund hat den Ball. Wir bieten ihm Futter an. In dem Moment, wo er den Ball loslässt, sagen wir aus und er kriegt sein Futter. Ganz klassisches Tauschgeschäft. Ja, perfekt. Auch wieder schön fürs Wohnzimmer. Kann jeder zu Hause machen. Hundealter egal. Einfach locker tauschen. Auch wichtig, oder noch als Hinweis, dieses Auskommando kommt ja in vielen Hundeprüfungen gar nicht vor. Begleithundeprüfung gibt es kein Aus. Es kommt eigentlich erst im Schutzdienst. Aber trotzdem ist das auch für den Alltag ein sinnvolles Kommando natürlich, wenn ich dem Hund sagen kann, lass mal was los. Von dem her ist es eigentlich für alle interessant. Also viel Spaß beim Nachtrainieren. Wir zeigen euch die Praxis. Wir schauen uns jetzt mit Dominik, seinem Welpen, seinem Mädchen, X-Herder Mädchen, mal an, die zwei Methoden. Wir fangen an mit der Methode mit dem Klicker. Ja, noch kurz dazu zu sagen, die sind jetzt 13,5 Wochen alt und ich habe noch nie mit denen austrainiert und jetzt schauen wir einfach mal, wie es läuft mit der Klickermethode. Geht den Ball hinterher, kommt her, aus! Ich sag aus, sie lässt den Ball fallen, weil sie weiß, aha, auf Klick gibt es Futter und ja. Ball wieder, kommt es wieder her,
aus. Ja, manchmal funktioniert es auch nicht sofort. Am Anfang sind die Verhalten immer ein bisschen nicht ganz sauber, aber dafür trainieren wir sie ja auch. Aus. Sehr gut. Feine Maus. Jetzt würde ich sagen, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und schauen wir mal, ob mit ihr auch die Tauschmethode funktioniert. Ich habe hier den zweiten Ball. Ich zeige ihr den Ball. Wenn sie ihn loslässt oder spielt. Komm her. Aus. Und dann gebe ich ihr den zweiten Ball. Aber wir sehen hier, der zweite Ball ist nicht ganz so interessant wie der erste. Der ist ein kleines bisschen anders. War jetzt vielleicht auch mein Fehler, dass ich nicht die gleichen Bälle genommen habe. Aber wir probieren es einfach nochmal. Ja, für einen Hund gibt es selten zwei gleiche Bälle. Selbst zwei für uns identische Bälle sind für einen Hund unterschiedlich wertig. Also schön zu sehen ist eigentlich, dass es jetzt gerade nicht so funktioniert, wie wir gedacht haben. Und das Tolle daran ist, dass man sieht, die Methode wäre jetzt für den Hund weitaus schwieriger als die erste Methode mit dem Klicker. Hier wird sich der Dominik viel mehr abmühen müssen, bis das Auskommando sitzt. Da würde ich aus meiner Sicht jetzt empfehlen, den Klicker weiter einzusetzen. Dominik, wie siehst du das? Ja, ich sehe das genauso. Was wir natürlich nochmal ausprobieren könnten, ist mit genau exakt dem gleichen Ball. Ob es da besser funktioniert, aber ich denke auch, dass sie sich einfach für die Methode ganz gut anbietet mit dem Klicker. Ja. Und wie gesagt, immer darauf achten, was macht der Hund am besten, was bietet der Hund an und ihn ja nicht irgendwie in ein Schema reinpressen und reinzwängen. Und einfach das nehmen, was der Hund anbietet, so tun sich alle Beteiligten am leichtesten. Dominik, eine Frage noch, die jetzt eigentlich mir so in den Sinn kommt. Kann es eigentlich durch die Methode passieren, dass der Hund alles aus dem Maul rauslässt, sobald er in deine Richtung läuft, ohne dass du klickst, ohne Kommando? Das kann natürlich passieren. Das kann uns später in der Apportierübung natürlich passieren. Deswegen müssen wir schauen, dass wir zwar das Aus so beibringen, aber nicht immer die gleiche Methode verwenden. Also der Hund ist da und du sagst aus, er kommt her, spuckt es aus. Sondern auch mal, wenn der Hund dann bei dir ist. Aus. So zum Beispiel. Dass der Hund gar nicht lernt, okay, ich muss immer auf Distanz den Ball ausspucken oder das, was ich gerade im Mund habe, sondern das immer ein bisschen variieren. Also den Ball wegholen. Komm her. So, jetzt haben wir es nämlich genau schon gerade gesehen. Der Hund hat es gefallen lassen, bevor ich überhaupt da war. Deswegen das ruhig variieren. Genau, das nehme ich nämlich genau das, was passiert. Und deswegen kann man zum Beispiel den Ball angeben, aus und das Ganze auch mal ein bisschen bei dir machen, dass der Hund nicht lernt, immer auf Distanz schon auszuspucken. Also da gehört auch schon ein bisschen Feingefühl dazu, aber ja, sonst wäre es auch zu einfach. Gell? Okay, bleiben wir gleich noch dran. Wie würdest du jetzt konkret hier weiterarbeiten? Mit ihr würde ich das Ganze jetzt erstmal ein bisschen machen. Zwei, drei Tage lang vielleicht. Und dann würde ich anfangen, das Ganze zu variieren. Also nicht immer nur auf die Distanz auszusagen, sondern auch mal aus. Wenn sie es im Mund hat zum Beispiel. Das kann man mit verschiedenen Objekten machen. Einfach, dass sie halt nicht immer das gleiche Bild hat. Sie läuft, kommt mit dem Ball her und sie lässt es fallen und ich sage dann aus und klicke zum Beispiel. Deswegen das immer variieren. Schön darauf achten, dass der Hund eben nicht nur dieses eine Schema kennenlernt, weil sonst wird das immer zeigen beim Apportieren. Und wir wollen natürlich nicht, dass der Hund beim Apportieren später das Holz 5 Meter von meinen Füßen fallen lässt. Okay, hat jetzt schon alles richtig gut ausgesehen. Man hat den Eindruck, ihr habt es schon öfters trainiert. Das erste Mal heute. Ja, ich glaube es dir auch, aber wir holen jetzt einfach noch andere Hunde und schauen mal, ob wir irgendwie noch Probleme finden, die auftauchen können. Und dann beheben wir die zusammen. Genau. Nächste Methode, wir probieren es aus übers Tauschen. Und dazu kriegt er jetzt erstmal seinen Ball. Gebe ich ihm und jetzt fordert er mich zum Spielen auf. Er ist dann in meiner Nähe, aber er möchte jetzt mir den Ball nicht geben, sondern er möchte, dass ich an der Schnur ziehe und mit ihm ein Zerspiel mache. Aber ich möchte den Ball haben und das Kommando ihm beibringen. Dann biete ich ihm jetzt was zum Tauschen an, halte die Hand hin, zeige ihm das Futter, er lässt ihn fallen. In dem Moment muss ich dann das Auskommando draufgeben. Konnte ich jetzt gerade nicht, weil ich mit euch gesprochen habe. Wir probieren es nochmal in Ruhe. Aus. Aus. So. Dieses Tauschen funktioniert natürlich nur, wenn das hier vom Rang her für einen Hund
niedriger ist als das Futter. Also Futter hochwertiger. Ich könnte jetzt nicht durch irgendwas tauschen, durch einen Ball, den er schlechter findet, funktioniert der Tauschhandel nicht. Das ist natürlich, würde man als Mensch genauso machen, würdet ihr die halbe Tafel Schokolade gegen die ganze tauschen? Ja, umgekehrt nein. Genauso ist es eigentlich hier. Ich brauche einfach ein Tauschmittel, das der Hund akzeptiert und dafür seinen heiligen Ball auch gern hergibt. Wir probieren es nochmal aus. Jawohl, prima. So, so ist es unkompliziert. Ich bin allein auf dem Platz hier, ist alles ruhig. Wir machen hier uns keinen Stress, kann mal in Ruhe das austrainieren. Wenn ihr euch jetzt gerade noch die Bewegungen und den Tausch angeschaut habt, da ist natürlich jetzt eine Frage, die auftauchen kann. Der Hund reagiert dann auf die Handbewegung zu ihm hin und legt mir das rein. Das soll natürlich nicht so sein. Deswegen variieren wir jetzt die ganze Sache ein bisschen. Ich habe jetzt das Futter schon vorher rein, dass er auch nicht auf die Bewegung hier reagiert. Ich gebe ihm den Ball. Und ihr seht, jetzt habe ich schon ein Problem, weil er mitbekommen hat, dass ich das Futter in der Hand habe. So, jetzt hat er seinen Ball. Ich warte einfach, jetzt zeige ich ihm Futter aus und er hat ihn losgelassen. Aus hätte etwas früher kommen müssen, aber ich war gerade noch mitten im Satz. Also nochmal in Ruhe. Hey, jawohl. Aus, jawohl, prima. Und dann brauche ich die Hand gar nicht. Also dann ist das Kriterium oder das, was einen auffangen kann, dass er auf diese Bewegung reagiert, ist somit eliminiert. Ich setze die Hand einfach nochmal ein. Das sind halt verschiedene Schritte, wo man sich jetzt hintasten muss und dann immer weiter reduzieren. Und am Schluss sollte natürlich nur das Auskommando dazu ausreichen, dass der Hund was loslässt. Nächste Methode, Beißkissen. Und ihr seht, er ist schon richtig hoch im Trieb. Das heißt, es könnte etwas schwer werden, dann zu warten, bis er es loslässt. Aber wir testen es einfach aus. Packen. Jawohl. Ich spiele mit ihm, aber jetzt nicht hektisch, eher ruhig. Und dann stelle ich mich mal hin und warte. So, die Methode lasse ich. Also ihr seht, die Methode funktioniert mit meinem kleinen Hund nicht. Trieblevel viel zu hoch. Ich könnte hier lang halten, bis er endlich mal auslässt. Das wäre eine Variante. Jetzt kann ich natürlich hier weitermachen. Würde mir ein Riesenproblem machen. Müsste mir überlegen, wie kriege ich das jetzt hin, dass er irgendwann loslässt. Da macht es keinen Sinn, weiterzuarbeiten. Ich will es ja einfach haben und vor allem stressfrei. Also gehe ich eine Methode zurück oder nehme einfach eine andere. Es hat ja keine Rangfolge, sondern wir suchen einfach das, was funktioniert. Hier mit dem Quindo funktioniert zum Beispiel das Tauschen mit dem Ball. Dann zweiter wichtiger Kritikpunkt an dieser Methode ist natürlich, der Hund zerrt hier. Ich stelle ein und warte darauf, dass er loslässt. Das möchte ich fürs Auskommando so haben. Wenn wir jetzt mal weiterdenken, ich möchte Richtung Schutzdienst ja unterwegs sein mit dem Hund, möchte da trainieren und da kommt es ja dann zum Halten des Schutzarms beim Helfer. Der Hund soll im Arm drin bleiben und soll eben nicht selbstständig loslassen. Jetzt seht ihr den Konflikt, den wir hier aufbauen. Von dem her, wenn man im Schutzdienst unterwegs ist, würde ich die Methode schon aus dem Grund nicht wählen und dann lieber auf die anderen Methoden zurückgreifen. Wechsel von Beißkissen auf Ball und damit das Ganze jetzt ein bisschen ruhiger wird, gehen wir mal ein bisschen runter und ich gebe ihm den Ball, halte ihn aber fest. So, er zieht, der ist noch aufgeregt, da werde ich jetzt auch nicht so weiterkommen. Mal schauen, was er mir anbietet, ob er herkommt und weiterziehen will. Balli? Ich habe natürlich jetzt einen Fehler gemacht, er hat den Ball ja jetzt gerade losgelassen. Was hätte ich machen müssen? Das Kommando draufgeben. Aus! Jawohl! Aus! Aus! Jawohl! Wie seht ihr das? Wie ist eure Meinung? Wie bringt ihr dem Hund aus bei? Schreibt es einfach in die Kommentare, natürlich auch bei Fragen. Einfach in die Kommentare unten reinschreiben, Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren. Viel Spaß beim Hundetraining. Euer Roland von Training aus Hundesicht. Tschüss.